Ja, liebe Rasenfreaks, der Rasenfreak hat hier auf ganzer Linie versagt. Ich bin der festen Überzeugung, das ist dieser Boden, den wir da genommen haben, der Mutterboden, der unter dem Grasschnitt lag. Und der Grasschnitt, der versauert ja so richtig, der wird ja so richtig jauchig. Und das wird alles in den Boden eingedrungen sein. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Also ich müsste mal eine Bodenanalyse von dem Zeug hier machen lassen. Wir werden jetzt einen zweiten Versuch starten mit Blumenerde. Und dann sehen wir mal, wie es dann aussieht. Also richtig hochwertige Blumenerde statt dieses Mutterbodenzeug, was wir da hinten rumliegen haben. Und ihr werdet sehen. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Wir werden jetzt weiter schrauben, mein E-Flex weiter zusammenschrauben. Ich habe schon die ersten Rahmenteile an die Aluminiumgehäuse rangeschraubt. Sensationell. Ja, bleibt dran, bis gleich. Yeah! Ja, ha! Hier, das ist schon der Rahmen. Tickert hier, tickert's. Ach, jetzt zu tickern. Ja, hier seht ihr also das schöne Antriebsgehäuse mit dem seitlichen Flansch hier verbunden, unten die Welle und ich habe hier schon die ersten schönen frisch lackierten Stahlteile angeschraubt, hinten schon diese Verbindungsstrebe hier hinten und es geht mit großen Schritten voran. Cool. So. Mein berühmtes So. Ja, jetzt überlege ich gerade. Oh, das geht für mich. Jetzt ist die Frage, machen wir vorne erstmal die Spindel fertig und stellen die Spindel hier schon mal wieder drauf, damit das Gehäuse hier schön solide besteht. Später kann ich die Spindel wieder runternehmen. Oh, das ist einfach Wahnsinn. Das wäre eine Möglichkeit. Dann machen wir doch das. Warum nicht das? Ich habe mich hier so dermaßen blöd verletzt. Ich habe leider einmal die Handschuhe nicht angehabt. Dann habe ich hier mit dieser Drahtbürste, die ich auf meine Flex gesetzt habe, hier einmal rübergehauen. Und das heilt ganz schlecht, weil es eine ganz doofe Stelle ist. Muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Die kommen hier so rein. Noch an der Seite, okay. Zack. Zwei. Antikorrid. Gut. Oh, Wahnsinn. So rum. Die Stange. Jetzt muss ich hier noch unten die Buchsen ausbauen. Die letzten vier Buchsen. Vorsichtig trennen. Die habe ich drin gelassen. Da habe ich gesagt, die sollen drin bleiben. Damit die der Sitz der Buchse nicht stark beschädigt wird, damit die schön stramm sitzen bleiben. Sehr gut. Und ich habe tatsächlich noch vier Buchsen. Ja, guck mal, wie schön stramm die sitzen. Das ist super. Huch. Ja, klasse. Schön stramm. Schön. Das sind die neun. Da muss noch neun gedrückt werden. Alles gut. So. Ich müsste doch mal jetzt ein dickeres Holz hier nehmen. Oh. Ein bisschen hoch mal. Ich weiß, der sieht jetzt gar nichts. Es hilft alles nichts. Ah, dann ist das gut. Okay,
Der ist so ein bisschen pendelig aufgehoben, aufgehängt. Der ist jetzt nicht gleichmäßig. Krass. Zack, 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 zack. Gut. Oh, 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 oh. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Gegenhalten. Dann will ich jetzt ein Tuch zwischenlegen. So. Wo schlägt der gegen? Wo schlägt der gegen? Da schlägt er gegen. Okay. Das wollen wir nicht. Ja. Zack. Cool. Die Seite. Jetzt schlägt er an die Seite. Machen wir jetzt mal die. So. Oh, ist schmatzend. Dann könnten wir jetzt die Spindel mal rauflegen. Dazu muss ich hier mal hier rüber kippen. Hier packen. Oh. Oh, Freak. Das. Langsam, Vorsicht. Oh. Puh. So, und jetzt wird das so reingerollt und dann das hier reingelegt. Was sehen wir? Ah ja, wunderbar. Wunderbar. So sieht das aus. Oh Freaks, das sieht doch schon unglaublich aus, ey. Genau hier an der Stelle, da ist das Gehäuse hier schon ein bisschen eingearbeitet, weil es immer hier gegengeschlagen ist beim Hochnehmen. Aber jetzt ist da fast ein Zentimeter Luft. Das heißt, das ganze Spiel, was hier drin war, ist das Ding schon richtig gegengekommen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Super! Das sieht ja so dermaßen cool jetzt aus. Ja, krasses Pferd! Ja, schön. So, jetzt bauen wir hier hinten den Bügel an. Ja, warte, dann mach. Ja. Und gleich zusammenhalten. Hier unten hier zusammenhalten. Genau. Zehner. Okay. Ja, wir können natürlich auch. Das ist halt ein bisschen doof. Eine Stufe einstellen hier, ne? Ja, die dazu sind ja diese Markierungen da. Ja. Dann machen wir den jetzt mal genau. Den ersten Strich. Genau. Ersten Strich. Mit unten dem Fingerzeiger. Das hält auch schon so, glaube ich, ne? Ja. Hallo, liebe Rasenfreaks, es gibt nur Dramen beim Rasenfreak. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube es nicht. Ich habe ein Video gelöscht. Und zwar wollte ich euch doch jetzt den Zusammenbau des E-Flex bis zum Schluss zeigen. Und dann lösche ich ein Video. Und jetzt ist er schon fast fertig. Es tut mir so leid. Da steht er. Fast fertig, wir holen ihn jetzt mal raus. Ah, herrliches Licht hier. Herrlich.
Yeah. Ha. Trommelwirbel! Alles so smooth. Yeah. Ja, liebe Radelfreaks, das ist mein E-Flex. Wow. Fast fertig. Es fehlen hier noch ein paar Kleinigkeiten. Die bauen wir jetzt gleich noch an. Und dann muss die Spindel noch geschliffen werden. Und dann kann ich das erste Mal mähen. Das Gehäuse ist noch dreckig. Da muss ich noch mal ran an das Gehäuse. Das ist auch nicht ganz festgeschraubt hier, das Akkupack. Und der hat schon wieder ein bisschen Dreck. Schon ein bisschen dreckig vom Viel rum, nur vom Rumstehen. Wahnsinn. Ah, sieht aber richtig gut aus. Hammer. Was richtig cool ist, Freaks, hier diese Spindel zu lösen. Man muss wirklich nur hier die beiden Schrauben lösen. So. So, dann kann man den abmachen. Zack. Wir lösen noch mehr. Noch mehr. Na komm. Zack, und dann fällt er hinten drauf. Und die Spindel kann man rausziehen. Das ist so genial. Jetzt kommt die Spindel noch mal auf die Werkbank. Oh. So, Freaks, jetzt kommt hier so ein Gummiring drauf. Ups. Jeder kommt hier drauf. Um dieses Lager zu halten. So ein fetter Gummiring einfach. Der drückt einfach gegen das Gehäuse. Und dann ist gut. Muss man natürlich erstmal den Ring da richtig hinfummeln. Natürlich eine super schlaue Idee, diesen Ring einzuräumeln. So. Okay. Jetzt kommt die Schraube rein. Ausgestoßen. So, da die Schraube rein. Perfekt, Freaks. Die andere ist mir runtergefallen. Natürlich. Das Schräubchen kommt hier rein. Ne, da kommt eine dicke. Da unten kommt die dicke noch rein und da kommt eine dünne rein. Aha. Jetzt muss ich hier hinter noch die Mutter fummeln. Das ist ein bisschen fummelig. Ich habe schon Angst, ich kriege die überhaupt nicht rein da. So, da ist sie drin. So, Freaks, hier zwischen kommt jetzt noch diese Feder hier. Die liegt einfach so dazwischen. Die hat so ein, die hat hier so einen kleinen Kunststoff, eine kleine Kunststoffführung. Das ist alles. Und dann wird die einfach so da zwischengesetzt. Cool. So, okay. So, und da kommt einfach ein Schräubchen rein. Hauptsache dieser O-Ring sitzt richtig, ja. So, der passt da drauf. Schaue ich den erstmal vor. So. Und gleichmäßig anziehen. Zack.
nicht zu fest, denn dann kommt ganz lose. So. So, sehr schön. Oh, perfekt. Perfekte Länge, die Schrauben. Reicht. So, gut. Okay. Da ist die Übersetzung. Ich will möglichst langsam laufen lassen. Also ist Rot auf der Position A. Rot auf der Position A. Jetzt ist die Frage, ob ich... Kleine Passfeder fehlt. Da muss ein bisschen an die Korrid ran. Ganz wichtig. Zack. Zack mit der 9. So. So. Ich drehe das Rad jetzt um, weil es ziemlich einseitig verschlissen ist und deswegen lasse ich den Zahnriemen jetzt mal wieder auf der etwas weniger verschlissenen Seite laufen. Jetzt kommt die richtige Immo-Schraube. Ja. Anziehen. Anziehen, nicht zu fest. So. Weiß ist das. Das kommt auf Position C, das Rad. Auch das stecke ich mal andersrum. Kann man ein bisschen an die Korridbahn machen. So. Kann ich schaden. Sehr gut. Mal fluchten hier. Ja. Und hier wunderbar. Zack. Das dritte Rad schwarz in die Mitte. Genau. Damit sollte es besonders langsam laufen. Richtig. Das drehen wir auch andersrum. Ein Traum. So. Huch. Der greift nicht. Das ist interessant. Der greift nicht. Warum greift er nicht? Sehr gut. Der läuft da nur mit. So. Gut. Er liegt ein bisschen weiter außen. Aha. Weiter rein geht er nicht. Ich meine, ich könnte ihn noch ein bisschen rausziehen. Das kann ich natürlich machen. Ist gar nicht so verkehrt. Dann ziehe ich die noch ein bisschen weiter raus, dass die schön alle auf einer Ebene laufen. Das stimmt tatsächlich. So. Okay. Ich beiß, ich bin mit dem Arm mal davor. Ich muss die Kamera woanders hinstellen. Ich kann es ja ausschneiden. So. Und der kann auch noch ein Stückchen raus. Das ist auch nicht verkehrt. Das heißt, der Zahnriemen schön mittig läuft. Freaks. Gut. Das ist doch besser. So. Gut. Jetzt kommt der Zahnriemen rauf. Dazu
lösen wir hier die Schraube ein bisschen. Will nicht. Will nicht. Ein bisschen W40 ran hier. So, jetzt die Zahnriemen drauf. Na komm. Sehr schön. Oh, oh. Zieht ein. Sehr gut. Wahnsinn. Jetzt müssen wir den noch festziehen hier. So. Cool. Fantastisch. Und jetzt können wir zumachen. Oh. Traumhaft. Traumhaft. Wahnsinn. Oh. So. Sehr schön. Fertig. Kilo. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Hast du auch schön aus den Knien gehoben? Ich glaube nicht. So. Cool. So. Klack. 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 Kleiner Klack. Kleiner Klack. So, zack, die Hülse drauf. Den nicht abreißen. Fertig. Super! So, liebe Spindelmäher-Freaks, das war's für heute mit dem E-Flex. Ich denke mal, das war jetzt das letzte Video hier von der Montage meines E-Flex. Es ist jetzt fast alles fertig. Ich habe noch drüben ein Gegengewicht, das muss ich noch anschrauben. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Egal. Sonst ist es komplett montiert. Die Spindel läuft, wie ihr gesehen habt. Und jetzt muss sie noch geschliffen werden, denn ohne eine geschliffene Spindel schneidet kein Spindelmäher. Und das ist eine aufwendige Geschichte hier, das Spindelmäher-Schleifen. Deswegen werden wir das beim Profi machen lassen. Darüber wird es auch hoffentlich ein schönes Video geben. Also bleibt dran, abonniert mich, dann wisst ihr gleich, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich freue mich auf euch und auf die nächsten Videos. Euer Rasenfreak. Tschüss.